Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier mit unserem Magier Dick. Ihr seid an der linken Seite. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr schönes Anfänger-Magier Dick. Das heißt, es sind nur zwei sehr seltene Karten drin. Das ist zum einen hier. Ein Moment, ich muss es so zeigen. Das ist zum einen hier der Schwarze Ritter. Und dann noch der Manipulator, damit wir auch zur Not uns irgendeine schöne Karte, die wir Deiner oder die Gegner haben, kopieren können. Uta. Und gegen den Paladin bin ich jetzt natürlich sehr gespannt. Das heißt natürlich für uns wieder nichts stehen lassen. Und wir nehmen einfach mal alles raus und hoffen, dass wir vielleicht irgendeine Anfangskombo bekommen. Puh. Damit können wir zumindest mal arbeiten. Schauen wir aber erstmal, ob er irgendwas spielt. Ich grüße euch. Ja, hallo. Auch hallo. Und wir coinen ihn raus. Zeit für ein bisschen Blut. Das war's. In der Hoffnung, dass er jetzt hier nichts macht. Oder er nur einen Rekruten. Spielt er gar nichts? Ach so, ich muss es fertig sagen. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Melde mich zum Dienst. Ist natürlich für uns sehr schön, weil ja, er kann gar nichts machen da dagegen. Wir haben ihn gleich einen weg. Den soll ich töten. Und hauen ihn zwei rein. So, nächste Runde. Wir hätten ihn auch damit buffen können, klar. Sehr schön. Eine Waffe, die ich liebe. Macht eh nur einen Schaden. Und jeden, den er da damit jetzt natürlich holt. Mein Us wäre jetzt sehr schön gewesen. Den hätte ich jetzt gern gehabt. Aber was soll's. Wir buffen ihn und hauen ihm schon mal ein bisschen Schaden rein. So, nächste Runde 4. Die ist natürlich, ich hasse dieses blöde Schwert. Befolgt die Regel! Gut, er heilt sich hoch auf eine 4. Sollten wir ihn natürlich nicht durchgehen lassen. Muss ich ihm leider hiermit wegnehmen oder ich opfere beide, was ich allerdings sehr, sehr blöd fände. Ich finde dann das Bonfire. Ist auch nicht die beste Variante. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, welche Karte ihr in dem Fall gespielt hättet. Ob ihr exakt hättet, okay, wir Geht gehen mir auf eine Quest. Spot direkt. Okay, damit kann ich arbeiten. Spielt er hoffentlich keine Karte mehr? Nein, er spielt noch eine Schrott. Okay. Gut. Müssen wir leider wieder ein bisschen was machen. Oh, wie ich es hasse. Ja, ich spiele ein bisschen. Einmal. Zweimal. Du hast fehlgeschlagen. Und... Bringt das eigentlich was, wenn ich hier nochmal einen Wutanfall drauf spiele? Wen soll ich töten? Nein. Wir hauen ihm einfach nochmal was rein. Schauen wir, was als nächstes kommt. Wir haben schon ein paar Runden hier. Er macht 3 Schaden drauf. Das ist schön. Melde mich zum Dienst. Und spielt seinen nächsten Huschi. Gut, der macht jetzt 2 Schaden. Ist natürlich sehr, sehr schön für uns, weil wir können in Runde 6 können wir Lass dich im Herzen die beiden Kleinen erstmal spielen. Er wird den jetzt wahrscheinlich hochbuffen, oder? Bufft er? Lass dich im Herzen sprechen. Ich hätte gedacht, es kommt ein Buff. Aber da kam irgendwie nichts. Ja, da sehen wir Könige. Auf den hier? Oh, danke. Oh, das ist lieb von ihm. So. Damit haben wir den hier weg. Jetzt kommt Schäfchen Nummer 1. Oh. Ja. Der Fehler passiert jedem einmal. Ach, das ist wirklich schade.
nächste Runde. Er spielt seine Heilerwaffe. Melde mich zum Ruft Dienst. Sich einen Rekruten. Und wen haut er weg? Ja klar, unseren Kartenzieher. Gummi. Kommt da dafür. Lass ich ungern stehen, deswegen machen wir es über. Obwohl, ich kann Wurm die spielen. Was glaubst du so? Zack. Nächste Runde. Oh, die Waffe ist wieder weg. Warum komme ich für so spät? Hier, Schlamm. Aha. Hier, wenn man es braucht, ist er nicht da. Gerechtigkeit. Und er spielt einen Huhn. Okay, den müssen wir leider opfern. Er hat sich hier ein Schild draufgehauen. Gut, machen wir hier ein Schäfchen draus. So. Und bei ihm ist es ja nur, wenn dieser angreift. Aber das heißt natürlich nicht, wenn wir ihn zum Tank jetzt machen. Hier dahinter machen wir Zombie spielen. Und ihm einfach so hier eine schöne Möglichkeit geben, dass er jetzt als Fels in der Brandung dran steht. Ach, hat er auch. Er hat auch den Sägen der Weisheit bekommen. Und auf wen geht er? Er geht auf Schlammi. Jawohl. So. Den nehmen wir ihm natürlich jetzt hier schön raus. Niemand kommt an mir vorbei. Zweimal. Ich kümmere mich drum. Und solange er jetzt kein Equality hat, sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Wir hätten damit schon 12 Schaden machen können. Bringt nichts. Ach, magisch. Damit können wir leben. So, wir brauchen 5 Schaden. Hier haben wir leider noch 4. Können wir irgendjemanden ein bisschen hochbuffen? Ich würde sagen, wir opfern die beiden hier. Sollen wir die beiden opfern oder sagen wir einfach nächste Runde, hier geht's rund. Ich kann auch ihn spielen. Zählen wir erstmal zusammen. 8, 9, 13, 16, 17 Schaden. 17 Schaden plus hier nochmal sind 4, sind 21. Langt nicht. Wir können den beiden hier. Ja, ich werde hier ein bisschen aufräumen. Ich kümmere mich. So, und wir machen hier einen weiteren Angriff. Einmal hier noch ein Wurmli rein. Und die beiden bekommen auch ein Schild. So. Ach, ich hätte ihm das Schild lassen sollen. Mischt ich Depp. Okay. Ja, das war so klar. Ich Depp. Melde mich zum Dienst. Aber ihm fällt eine Möglichkeit. Er geht auf den Kleinen. Ja, er geht auf den Kleinen. Und heilt sich hoch. Deswegen mag keiner Paladine. So. Stell 3 wieder her. Na, perfekt. Ich würde am liebsten sagen auf ihn, aber er hat eh schon so viel. Deswegen behalten wir uns das einfach mal. Ich kümmere mich drum. Und gehen weiter hier direkt in den Angriff. Und ihm lassen wir keine Karte, sondern wir behalten den Tank. Melde mich zum Dienst. Wieder die nächste. Was spielt er noch? Okay.
Wir müssen als erstes mal das Geheimnis auslösen. Einmal weg. Jetzt mit einem ganz niedrigen Aufhin drauf. Okay. Runter! Danke. Braucht eh kein Schwein. Zack. Hier haben wir noch ein Gottesschild. Und wir fühlen uns immer noch sehr, sehr gut. 12 Karten, er hat 11. Melde mich zum Dienst. So, was hat er noch? Oh, damit konnte er schön aufräumen. Gut, einmal hier weg. Der wird wieder geheilt. So, nächste Runde. Ein Gruul. Melde mich zum Dienst. Vier, sieben. Schade. Schauen wir mal. Wir haben hier 3. Ich will den eigentlich nicht opfern. Wir haben hier 4 Schaden. Und 3 Schaden sind 7 Schaden. Bedeutet, er hat noch 2 am Ende. Wir kriegen ihn nicht weg. Aber er kann ja eigentlich nur unseren Tank wegmachen. Deswegen machen wir einmal hier. Zack. Und er wird eingefroren. Hat somit keine Bewegungsmöglichkeit. Und wir überleben die Runde ohne Probleme. So, unser Feuerball. Haben wir doch auch noch. Oh. Was für ein Gruscht. Gut. 4 und 3 würde passen. Allerdings ist es ein sehr, sehr teurer Zug, möchte ich hier betonen. Ich könnte auch meinen Tank opfern. Ich frage mich. Wir gehen allerdings zuerst einmal hier drauf. Zack. Okay. Er hat ein Wiederbeleben drin. Das sieht man schon sehr, sehr schön. Deswegen müssen wir jetzt hier vorsichtig vorgehen. Einmal. Natürlich. Zweimal. Belebt ihn wieder. Dann nehmen wir ihn raus. Zack. Und es gut gespielt. Danke. Gern geschehen. Oh, jetzt kommt der nächste Depp. Befolgt die Regel. So. Hocker. Leihen wir uns aus. Würde ich sagen. Der hat immer noch ja genügend Leben drauf. Deswegen einmal hier ausleihen. Dankeschön. Er hat 3, 4, das heißt, er braucht beide, um ihn wegzuhauen. Und wir kriegen den hier ja eh weg. Spielen uns hier ihn noch rein. Und hauen ihm auch noch einen Schaden extra drauf. So. Hallo, Freunde. Gerechtigkeit. Wie oft will er den Schrott noch bringen? Melde mich zum Dienst. Einmal ihn weghauen. Noch einen zweiten. Nein, den hau ich nicht. So. Einen Kartenzieher, das ist schön. Erstmal müssen wir allerdings ein bisschen aufräumen. Runter! Passt. Einmal. So, dann nehmen wir ihn. Wen soll ich töten?
Ach, schade. Ja gut, dann mach ich Kuh dran. Dann, was nehmen wir als nächstes weg? Hier haben wir noch einen Dreier-Tank. Einen Zweier. Ich warte, lass die Schmerzen sprechen. Der macht mir eigentlich Sorgen. Wen soll ich töten? Deswegen nehmen wir ihn. Und dann sieht's eigentlich gar nicht so übel aus. Wir bekommen ja noch einen zweiten Tank rein, also passt. Der wird auf ihn gehen. Hogger wird auf ihn. Nee, wird nicht gehen. Er wird Hogger nicht opfern. Oder wird er? Lasst mich nachdenken. Ja, machen wir nicht alle. Na gut, er muss Hogger nicht opfern. Einmal den Dreier weg. Hier den da weg. Melde mich zum Dienst. So. Und der geht direkt ins Gesicht. Ich brauche ein bisschen Glück. Wir müssen Karten ziehen. Ein Oger der Felsenfäuste. Bringt uns direkt hier nichts. Wir nutzen ihn hier, um ihn wegzukriegen. Er nutzt die Karte, um einmal zu ziehen. Und er darf einen von denen wegnehmen. So. So. Wir haben einen großen Hoshi und zwei kleine Karten. Lass die Schmerzen sprechen. Okay, er hat auch einen. Melde mich zum Dienst. Jetzt wird's spannend. Dann hat den hier. Jetzt wird unser Hocker sterben. Und der geht ins Gesicht. Gut, sehr schön. Damit können wir arbeiten. Ich weg. Hocker muss weg. Und wir bekommen genügend schöne Karten. Das Licht beschützt. Mit dem wir ihn jetzt ein bisschen Auge machen können. Das war's. Ich habe fast keine Karten mehr. Ja, du hast noch eine Karte. Und dann geht's rasant bergab. Dann musst du dich heilen. Ich habe keine Karten mehr. Jetzt lassen wir ihn ziehen. Ich würde sagen, jetzt machen wir es ihm richtig eklig. Wenn wir jetzt jedes Mal mit der Einser hier drauf gehen auf ihn. Ich träume und die Welt. Ach, Isera. Ich habe fast keine Karten mehr. Gut. Zum einen machen wir nur einen Schaden auf ihn drauf, um ihn eine Karte ziehen zu lassen. Oh. Aua, das tut weh. So, dann spielen wir unsere großen Hoshis. Ach, können wir nicht? So, und dann geht's einfach nur dreckig ins Gesicht. So, und ihn lassen wir jetzt auch noch eine Karte ziehen. So. Und damit hat er jetzt ein ganz kleines Problem. Weil jetzt sind schon drei Schaden auf ihm runter. Und er sollte eigentlich verloren haben. Schauen wir, ob es er auch. Okay. Dann wollen wir uns ein bisschen ausmatzen hier. Und nimmt uns einen weg. Aber wir haben immer noch 10 Schaden da liegen. Gut, melde mich zum Dienst. Dankeschön, weiß ich. Und er gibt auf. Juhu!
Also war ein sehr, sehr spannendes Spiel gegen den Paladin. Ich danke dem guten Curtis 007808 für die nette Runde. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, gebt ein Like. Ansonsten, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, das hatte jetzt doch sehr, sehr lange gedauert, bis wir mit diesem Anfängerdeck hier gewonnen haben, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, auch wie ihr in dieser einen Situation gehandelt hättet. Schreibt es einfach unten rein. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann.